Weiß zieht und setzt Matt in 6 Zügen. Und ja, Matt in 6, das klingt erstmal schwierig, aber ich glaube, dass das machbar ist. Okay, wenn du in einer Partie vor so einer Stellung sitzt mit den weißen Steinen und niemand hält das Schild hoch, du kannst hier forciert Matt setzen, dann kannst du das vielleicht übersehen. Aber wenn ich dir sage, hier geht was, dann müsstest du das schaffen können. Es gibt ja ein Kochrezept, nach dem man solche Mattaufgaben lösen kann. Das erzähle ich dir nachher. Jetzt begib dich erstmal an die Aufgabe. Und dann kannst du für den guten Chittambaram Aravind, den neuesten 2700er aus Indien, die Partie gegen Matthias Blühbaum retten. Denn dem war hier ein Patzer unterlaufen im Title Tuesday gegen den jungen Inder. Die Partie ist gestern gespielt worden. Matthias hatte Schwarz im Title Tuesday und hat wieder in beiden Title Tuesdays exzellente Ergebnisse abgeliefert, Top-10-Platzierung. Auch unsere anderen Jungs, Dimitri Kollers, Frederik Swane, sehr, sehr stark im ersten Title Tuesday, waren beide unter den Top-10 und das macht doch Hoffnung auf die Schacholympiade, wo sie ja gemeinsam die Nationalmannschaft bilden werden. Den Aravind, den kann ich euch sowieso mal vorstellen, denn das ist ja, vielleicht so der nächste Rising Star aus Indien. Ich meine, es haben sich jetzt schon 3 oder 4 Inder in den Top 10 der Welt festgesetzt und es kommen immer mehr nach. Und das ist einer davon, der hat jetzt gerade bei diesen Open, sehr stark besetzten Open in den Emiraten, tolle Ergebnisse erzielt. Unter anderem in Dubai mit einem tollen Schlussrundensieg gegen Alexander Donschenko das Turnier gewonnen. Dann ist er durch die französische Liga gepflügt und hat einen riesen Elo-Satz gemacht, über 2700 und ist, ich weiß gar nicht, der wievielte Inder, der jetzt in diese 2700 Phalanx der internationalen Spitzengroßmeister eingebrochen ist. Im Title Tuesday bekam er es mit Matthias Blühbaum zu tun, der die beide Title Tuesdays auf sich genommen hat, obwohl er eigentlich gerade beschäftigt ist. Denn Matthias Blühbaum spielt in Indien ein stark besetztes Rundenturnier, ein klassisches Turnier. Aber abends war ihm dann wohl danach ein bisschen zu zocken. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Matthias zockt und trickst und übersieht zwar an einer Stelle dieses Matt, aber ansonsten ist das eine tolle Blitzpartie, die wir gleich verfolgen werden. Keine ganz fehlerfreie, weil die beiden stürzen sich in ein wildes Gefecht, aber ein absolut sehenswertes Ding. Wenn ihr Matthias klassische Partien verfolgen wollt, Link dazu findet ihr bei den Perlen. Heute gucken wir einmal Title Tuesday. Kann gut sein, dass wir aus Armenien noch was sehen. Alexander Lonchenko spielt auch gerade ein Turnier in Usbekistan, auch das ein stark besetztes Rundenturnier. Auch da gucken wir vielleicht noch rein. Ich habe euch jetzt ja so ein paar Tage nicht bedient mit den aktuellsten Entwicklungen, weil ich habe die vergangenen Tage, die Zeit, die ich für Schach hatte, genutzt, um mal die Perlen so ein bisschen aufzupolieren und auf den Stand zu bringen. Und die sehen im Moment ganz gut aus. Wenn es klappt, kommt da heute auch noch eine Geschichte über die Schachspieler in der deutschen Fußballnationalmannschaft, die sich ja gerade auf die Europameisterschaft vorbereitet. Aber ich dachte, heute mache ich erstmal ein Video und morgen und übermorgen auch. Der Plan ist eigentlich, dass ich jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger euch hier mit Videos bediene in den kommenden Tagen. Wenn nicht irgendwas ganz Interessantes passiert, über das ich dann unbedingt schreiben muss, werden wir sehen. Also, jetzt gehen wir erstmal in den Title Tuesday und schauen uns dieses fantastische Gefecht zwischen Chittambaram Aravind und dem zockenden Matthias Blühbaum an. Warum ich immer zocken sage, das seht ihr gleich in der Eröffnung. Wenn du noch ein bisschen überlegen willst, wie du hier Schwarz in 6 Zügen matt setzen kannst, dann halt das Video bitte jetzt an. Oder begib dich mit mir in die Partie und da kommen wir dann gleich an diese Stelle und dann zeige ich euch, wie es geht und dann verrate ich euch auch das Rezept, wie man solche Aufgaben eigentlich relativ leicht in Anführungszeichen lösen kann. Nun denn, gehen wir rein. C4. Wir sehen eine Vincent Keimer-Eröffnung, wenn man so will, vom guten Aravind gegen Matthias Blühbaum, ne, dieses C4, B3 und dann E3, er spielt es in einer etwas anderen Zugfolge als Vincent. Und wir gehen jetzt auch relativ schnell durch die Eröffnung. Springer C3, C5. Und damit ist eigentlich klar, nachdem Weiß D4 gespielt hat, mit was für einer Struktur wir es hier bekommen werden. Denn diese Bauernspannung D4, C5, die wird dazu führen, dass sich hier was abtauscht. Und Schwarz wird mit einem Isolani spielen. Matthias Blühbaum spielt immer so gegen diesen Vincent Keimer Aufbau.
Und der ist ja jemand, der Initiative sucht, der Figurenspiel sucht. Und insofern ist ihm so eine Stellung mit einem kleinen strukturellen Defizit, für das er aber aktive Möglichkeiten bekommt, wahrscheinlich sehr, sehr recht. D4, Springer C6, Läufer E2, CD. Das ist auch eine Stellung, die es schon gegeben hat. Springer D4, Springer D4, Dame D4. Und wir sehen, Weiß guckt sich den isolierten Bauern schon an, er greift den ja zweimal an und der ist nur einmal verteidigt. Wir sehen aber auch hier, die Leute strahlen hier schon rüber und Weiß hat potenziell zum Beispiel, Schwarz hat potenziell hier zum Beispiel einen Vorposten für einen Springer. Schwarz setzt aufs Figurenspiel, Weiß belagert den Isolani und eine Sache, auf die man noch achten sollte, ist die lange Diagonale und den Punkt G7. Man muss hier ein bisschen aufpassen, wenn der Springer C3 zieht, dann darf der Springer F6 nie ziehen, weil auf D5 ist matt. Das sind so taktische Motive, die gleich direkt eine Rolle spielen. Denn man könnte ja denken, hängt nicht der Bauer D5? Matthias Blühbaum spielt hier Turm E8 und sagt, nee, der hängt nicht. Den darfst du gerne nehmen. Und tatsächlich ist den zu nehmen auch nicht besonders gut. Gucken wir es uns gerade an. Springer schlägt D5. Und das funktioniert jetzt nicht. Nach dem üblichen Kochrezept, was wir denken könnten, Springer D5, Dame D5 und dann haben wir ja hier diesen Abzug und gewinnen die Dame. Das geht so nicht, denn Springer schlägt D5 wäre natürlich ein schrecklicher Fehler, denn Springer schlägt D5 übersieht eben dieses Matt in 1 auf der langen Diagonale. Also so funktioniert es nicht. Man muss hier so ein bisschen von den bekannten Schäben Abstand nehmen. Der Zug, und den hat Matthias Blühbaum ja auch mit Turm E8 schon vorbereitet, ist hier Läufer E5. Und gleich mal auf dieser langen Diagonale Ärger machen und den Kollegen auf B2 befragen. Es ist aber nicht ganz, ganz trivial. Es ist nicht so, dass der Läufer auf B2 jetzt verloren geht, denn Weiß hat noch einen Zwischenzug. Springer schlägt F6, Dame F6 und hier kann Weiß Dame A4 spielen. Mit Angriff auf den Turm E8. Und insofern dürfen wir nicht auf B2 nehmen, weil dann kommt Dame schlägt D8 und da ist nicht nur der Turm weg, sondern wir sind auch noch matt. Das wollen wir natürlich nicht. Der Zug für Schwarz hier, der das Ganze zugunsten von Schwarz auch wendet, ist das trickreiche Läufer C3 Schach. Und das kann man nur gut mit einem Königszug beantworten. Ne? Nehmen, nimmt die Dame zurück, dann hängt der Turm auf A1 auch noch mit Schach. Das geht gar nicht. Insofern muss man hier mit dem König ziehen. Und dann bewegt man den angegriffenen Turm und hat zwar einen Bauern weniger mit Schwarz, aber Weiß hier mit seinem König auf F1, mit seinen nicht verbundenen Türmen. Schwarz hat die offene Linie, hat dieses aktive Spiel. Konkret hängt der Läufer auf B2. Schwarz ist drin in der weißen Stellung und hat hier riesige Initiative für den Minusbauern, spürbaren Vorteil. Und das ist der Grund, warum man den Bauern auf D5 nicht nehmen darf. Gehen wir mal wieder zurück. Und natürlich der gute Aravind mit seinen 2700 Elo nimmt auch nicht auf D5, sondern spielt erstmal Turm D1. Und jetzt hängt der aber so langsam wirklich. Und Matthias greift jetzt zu Läufer E5, schmeißt erstmal diese Dame raus, Dame D2. Und das ist eine Stellung, die ist immer noch bekannt und die hat es schon ein paar Mal gegeben. Auch zwischen starken Spielern. Ihr seht ja hier, Levon Aronian, Wesley So hatten das 2018 auf dem Brett und das sind nicht die einzigen. Und da zog der gute Wesley So zog an dieser Stelle Läufer F5, was auch ein ganz normaler Zug ist. Das Nehmen auf D5 ist immer noch nicht so toll, wollen wir uns jetzt nicht nochmal in aller Ausführlichkeit angucken. Wir wollen uns mal die Neuerung anschauen, die Matthias Blühbaum hier ausgepackt hat, nämlich Läufer G4. Und ich habe dem Zug, das ist eigentlich, ja, komm, also ich habe dem ein Fragezeichen gegeben, weil der Zug ist objektiv nicht gut. Und ich würde wetten, dass Matthias Blühbaum, der dieses ständig gegen die Vincent Keimer-Eröffnung spielt, dass der das auch weiß. Das ist eigentlich das Thema Zockerei. Ich mache mal hier lieber eine andere. Das muss ich einmal runterscrollen. Also ich mache mal Interesting Move stattdessen, nicht Fehler. Aber ganz objektiv ist Läufer G4 ein Fehler. Aber in der Blitzpartie packt Matthias Blühbaum den ganz bestimmt, ohne dass ich ihn gefragt hätte, sehr bewusst aus. Und wir sehen auch gleich, dass Läufer G4 gerade in der Blitzpartie, wo Weiß nicht so richtig viele Chancen hat, sich seine Haut zu erwehren, alles zu rechnen, dass da Läufer G4 schon viel, viel Sinn ergibt. Fangen wir mal an mit dem Bauern D5. Den zu nehmen ist wieder nicht besonders gut. Wir nehmen hier raus.
Dann nimmt Weiß auf G4, was soll er sonst machen? Und dann haben wir hier dieses fiese Springerschlecht E3, was Schwarz in Vorteil bringt. Die Idee davon ist, wenn Weiß den mit dem Bauern zurücknimmt, haben wir immer diese Dame H4 mit Schach und dann kriegen wir hier die Figur zurück und haben am Ende eine deutlich vorteilhafte Stellung, in der der weiße König kein sicheres Plätzchen findet, die weißen Türme nicht gut zusammenspielen, Schwarz besser zentralisiert ist. Das ist noch eine Partie, die läuft, aber das möchte Weiß nicht so gerne sehen. Insofern Springer schlecht, D5 geht hier nicht so richtig. Der naheliegende Zug ist, diesen Läufer rauszunehmen. Und das macht der gute Aravind auch. Springer schlecht, G4. Aber wir sehen schon, was Matthias Blühbaum hier vorschwebt. Ne, jetzt kommt hier schon das zweite Musketier an. Das dritte ist schon unterwegs und hier hat sich schon auch schon einer hier schon einer bereit, um Turmschwenks zu machen. Es geht um schwarzes Figurenspiel gegen den weißen Königsflügel. Und wenn wir jetzt Schachfreund Computer fragen, der sagt, ja, da ist nichts. Schachfreund Computer sagt, komm, Aravind hier, nimm mal auf D5 raus und das geht schon alles. Aber natürlich ist super verständlich, dass Aravind nicht auf D5 rausnimmt, denn in der Blitzpartie, wo du irgendwie noch hier noch 2 Minuten auf der Uhr hast, da siehst du es halt schon anrollen, was da kommt. Ne? Dame H4 ist der nächste Zug. Und selbst wenn du dann einen Angreifer raustauschst, dann machst du damit den schwarzen Turm aktiv. Und ja, Weiß kann nicht rochieren, weil dann wird er auf H2 matt gesetzt. Das möchte man mit Weiß nicht so gerne sehen und man kann sich aus weißer Perspektive leicht vorstellen, dass Schwarz hier gutes Spiel gegen den König hat. Die unbestechliche Maschine sagt, ja, da ist aber überhaupt nichts los. Die Maschine sagt, komm, spiel hier G3 und es passiert nichts. Schwarz hat nicht genug. Was damit zusammenhängt, dass Dame H3 gar nicht gut geht, was man gerne spielen würde. Ne? Man könnte sich ja vorstellen, jetzt spiele ich Dame H3, dann darfst du nie wieder rochieren, vielleicht dringe ich hier noch ein und rücke dem zu Leibe. Aber Weiß hat immer diese wunderbare Riposte Springer F4 und die hat er in anderen Abspielen auch. Und der Springer F4, der kaschiert halt diese vermeintlichen weißfeldrigen Schwächen und das führt dazu, dass Schwarz nicht groß weiterkommt und Weiß hier auf Sicht sagen kann, ja, ich habe mehr Bauern und du wirst keinen Angriff entwickeln können und ich bin hier mit meinem mehr Bauern schon nah am Gewinnen. Ja, sagt Schachfreund Computer. Aber will man als Mensch in der Blitzpartie diese Stellung mit Weiß verwalten? Nicht so gerne. Da hätte man Angst. Und geht Aravind genauso. Der hatte sich was anderes überlegt. Der spielt H3. Das ist nun nicht so gut, eben weil, also das hat jetzt dieses Fragezeichen von mir bekommen, weil halt objektiv kann man halt doch ganz gut auf D5 nehmen und Schwarz hat nicht so viel. Nach H3 bekommen wir jetzt vorgeführt, wie Matthias Blühbaum sich seine Zockerei gegen den schwarzen Königsflügel vorgestellt hatte. Dame H4. Da ist das dritte Musketier. Und ja, wenn wir jetzt wieder diesen brutal ehrlichen Computer fragen, der sagt, ja, ist da, hat Schwarz, aber nicht genug und die weiße Stellung ist okay und du kannst hier einfach rochieren. Aber möchte man hier wirklich rochieren? Also nur so der Anschaulichkeit halber. Schwarz hat hier eine Menge Ideen. Schwarz kann hier zum Beispiel D4 spielen bekommt aktives Spiel dafür. Also so als Idee nach E schlecht D, stellt man erstmal den König schlecht und spielt Läufer D6. Und es drohen fürchterliche Sachen, die in Verbindung mit der offenen E-Linie, mit den drei Figuren, die gegen den weißen König strahlen, hier ist gefesselt, man kann sich dieses Problems auch nicht entledigen und im Notfall steht der auch noch bereit, rüber zu schwenken und für den Minusbauern hat Schwarz hier wunderbare Kompensation. Also D4 ist zum Beispiel eine Idee. Und Schwarz hat noch andere Ideen in dieser Stellung. Wenn man hier 0-0 spielt. Eine von denen, die fand ich ganz interessant, ist Springer H2 zu spielen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das etwas ist, das Aravind geprüft hat, weil das ein typisches Motiv ist. Den Springer da rein, den Turm angreifen. Jetzt könnte man denken, ja, aber der Springer kommt ja denn hier überhaupt jemals wieder raus? Ja, man hat nämlich diesen Trick Springer F3 in dieser Stellung. Springer F3 mit Aufreißen der Rochadestellung, natürlich Figurenopfer, aber nach Dame H3 droht hier matt, ne? Läufer H2, muss König H1 kommen, Läufer G3 obendrein steht ja auch der Turm noch bereit.
hier rüber zu schwenken und Angriff zu machen. Also auch hier hat Schwarz eine schöne Initiative, um unmittelbar die Läufer H2 abzuwehren. Kann man F4 spielen, das schließt diese Diagonale. Dann hat Schwarz noch ein Figurenopfer, denn jetzt droht Turm G6 matt. Man darf den E5 nicht nehmen. Hier hat Weiß als einzigen Zugspringer E2. Der hat die Idee, wir machen die G-Linie zu, wenn ein Turm auf G6 auftaucht. Aber jetzt kriegen wir die Figur zurück. Tauschen wir einmal auf B2 und spielen H5. Und gegen H4 mit Zurückgewinn der Figur und weiter aktivem Spiel, da kann Weiß nicht so richtig was gegen machen und Schwarz ist total okay. Solche Sachen liegen hier in der Luft. Dieses D4, dieses Springer H2 und ja, das ist alles Weiß hält und die Partie bleibt herzlich unklar, aber halt so mit kurzer Zeit auf Sicht will man sich da nicht so gerne drauf einlassen. Und was Aravind hier spielt, ergibt auch Sinn. Ich habe ihm jetzt hier wieder ein Fragezeichen gegeben, halt wegen der unbestechlichen Maschine, die mir hilft, drüber zu gucken. Aber so aus menschlicher Perspektive ergibt das Sinn. Er will jetzt G3 spielen, die Dame rausschmeißen, dann will er König G2 spielen und sich auf diese Weise hier einbetonieren mit seinem König. Das war die Idee davon. Nur funktioniert das alles nicht so richtig. Turm AD8, natürlicher Zug, Turm AD8 und jetzt droht umso mehr D4, was das hier noch alles weiter aufweicht. Und dieses D4 sollte Weiß jetzt verhindern. Also das Beste, Weiß hat jetzt hier schon erhebliche Probleme, weil so viel in der Luft liegt. Wir werden viel davon gleich in der Partie sehen. Unmittelbar sollte Weiß hier D4 verhindern. Der Zug für Weiß ist hier Springer B5, aber schön ist es schon nicht mehr. Springer B5 mit der Idee halt hier Kontrolle über D4, D4 verhindern. Aber da hat Schwarz schon einen taktischen Schuss. Springer E3. Den kann man nicht so richtig gut mit der Dame nehmen, weil dann hängt B2. Aber wenn man F schlecht E spielt, dann kommt Dame F6 Schach. Das ist die taktische Idee davon. Schach mit Angriff auf den Läufer B2. Den nimmt Schwarz als nächstes und hat wieder eine viel harmonischere Figurenstellung. Der weiße König ist hochproblematisch. Spürbarer Vorteil Schwarz, aber Weiß lebt noch. Das so ist so das Beste, was Weiß hier bekommen konnte. Aravind setzt natürlich seinen Plan fort. Er hatte König F1 gespielt mit der Idee, G3 zu spielen. Aber hier kann ihn Matthias schon fast ausknipsen. Hier entgeht Matthias ein taktischer Schuss. Läufer G3. Und die Stellung schreit ja fast ein bisschen danach. Läufer G3, und wenn man den nimmt, kommt Dame F6, König G1. Und hier wird er wahrscheinlich, ja, man muss, wahrscheinlich hat er nicht die Zeit gehabt, so tief reinzugucken. Mit ein bisschen Bedenkzeit entgeht Matthias das auf keinen Fall. Hier kann er das wunderbare Turmschlecht E3 spielen. Das ist hier der Ausknipser mehr oder weniger. Und man kann diesen Springer auf G4 nicht nehmen. Die zweiten hat man zwei Figuren mehr, aber dann geht es völlig den Bach runter. Dann kommt Turmschlecht G3. Und egal was Weiß macht, es ist jetzt aus. Ne? Also nach König H2 ist er sofort matt. Aber wenn er nicht König H2 spielen kann, dann muss er hier halt schon die Dame opfern. Und Schwarz kriegt sein ganzes Material mit Zinsen zurück und hat hier riesigen Vorteil Gewinnstellung, kann man schon sagen. Also diese Springer kann man nicht richtig nehmen. Aber man kann sich auch ansonsten schwerlich dagegen verteidigen, dass Schwarz hier verstärkt. Also so als, ich habe Dame G2 war ein Zug, den ich versucht habe. Dann kann Schwarz in aller Ruhe Turm DE8 spielen, verstärken. Ne, Turm E1 liegt in der Luft. Und wenn wir jetzt den Springer nehmen, damit nach Turm E1 es nicht mehr matt ist, sondern der König wieder Felder hat, kommt trotzdem Turm E1. Weil das Problem ist, an dieser Stelle haben wir wieder Dame H6 und kannst du nur einen dazwischen ziehen. Aber dann kommt halt Turm schlecht H1. Die Dame geht verloren und Schwarz gewinnt. Solche Sachen brechen dann über Weiß hinein. Und das hätte Matthias an dieser Stelle. Ne? Das war eine lange Variante. Aber lange Variante, kurzer Sinn. Läufer schlecht G3, knipst es hier mehr oder weniger aus. Hat er übersehen. Und spielt hier Dame H6. Und damit ist Weiß wieder in der Partie. Kann sich mit König G2 jetzt konsolidieren. Jetzt hängt der Springer G4 und der muss sich auch zurückziehen. Und Weiß lebt wieder. Jetzt macht er diese sehr richtige Idee, Springer B5. Ne, will diesen Angreifer, der ja hier immer mal reindroht, in diesen Block reinzuknallen,
will diesen Angreifer neutralisieren, will das Feld D4 kontrollieren. Allerdings entblößt Springer B5 auch das Feld E4, sodass Matthias jetzt hier erstmal mit Tempo, ne, mit Angriff auf die Dame, seinen Vorposten einpflanzen kann. Dame E2. Ändert aber nichts daran, dass Weiß sich konsolidiert hat in dieser Stellung. Es geht für Schwarz hier nicht richtig weiter, zumindest nicht entscheidend weiter. Weiß lebt. Ja, Matthias Blühbaum, der Zocker, Teil 2. Nachdem er jetzt den ersten entscheidenden Ansatz, seine Attacke zu vollenden, verpasst hat, macht er jetzt auf Chance. Läufer schlägt G3. Trotzdem. Läufer schlägt G3 gewinnt hier nicht unmittelbar. Es ist ein Figurenopfer. Das aber die weiße Königstellung zerdeppert. Der Punkt davon ist, und das ist auch der Grund, warum Matthias Läufer G3 spielt. Er hat gesehen, dass es weitergeht. Das Follow-up, das ist ja im Großmeisterschach immer ganz wichtig. Habe ich denn nach Läufer G3 ein Follow-up? Und ja, das hat er. Springer schlägt G3. Und da ist schon der zweite Bauer umgefallen. Insofern gibt es jetzt auch schon ein bisschen Material zurück. Springer schlägt G3. Und es bleibt dabei, der weiße König ist offen. Die Schwarzen sind wunderbar zentralisiert, die verbleibenden schwarzen Figuren. Zum Beispiel darf man den natürlich überhaupt nicht nehmen, weil da kommt Turm schlecht E3, dann ist schon die Dame weg und Schwarz gewinnt unmittelbar. Und insofern muss man jetzt die angegriffene Dame ziehen. Aravind zieht sie nach G4. Wahrscheinlich nicht der allerbeste Zug, aber auch kein Drama. Und Matthias holt sich auf H1 erstmal einen ab. Ja, und hier haben beide halt nur noch Sekunden auf der Uhr. Mit mehr Zeit fällt Aravind bestimmt auf. Ja, dieser Springer auf H1, der läuft mir nicht weg. Und den kann ich ja immer noch nehmen. Und jetzt stabilisiere ich erstmal den Punkt E3 sorge dafür, dass jetzt kein Unheil über mich hereinbricht. Wenn Schwarz jetzt verstärkt, zum Beispiel mit Turm E6, um jetzt hier anzukommen, dann kann man in Ruhe König schlecht H1 spielen und Schwarz hat weiterhin Spiel und steht vielleicht sogar ein bisschen besser, aber das bleibt absolut eine Partie. Pflicht war jedenfalls hier, Läufer D4 zu spielen und diesen hässlichen Punkt E3 mal zu decken. Diese Gelegenheit verpasst Aravind. Turm schlecht H1 spielt er. Und Turm schlecht H1 in den Springer sofort rauszunehmen, ist nicht gut. Denn jetzt ist Turm E6 umso kräftiger. Denn jetzt kann der König sich nicht mehr so leicht verstecken. Er versucht es gleich und wir werden sehen, was dann passiert. Man kann hier natürlich noch reinfallen. Also es ist immer noch dieses Thema, über das wir gesprochen haben, hier auf der langen Diagonale. Der Punkt G7 ist immer noch unter Feuer. Also jetzt hier Dame schlecht E3. Turm E6, weiß es dran, entschuldigt. Hier jetzt Dame schlecht E3 zum Beispiel, was ja auch ein bisschen naheliegend aussieht, die Bauern mitnehmen mit der Dame an den König ran, geht natürlich gar nicht, weil dann wirst du matt gesetzt. Also darauf musst du immer noch achten. Und man kann auch nicht so richtig gut mit dem Turm auf E3 rausnehmen, weil da ist noch ein zweites taktisches Motiv, das noch eine Rolle spielen wird. Läufer C1. Und dann werden die Leute hier aufgespießt und dann gewinnt Weiß Material. Und der schwarze Angriff versiegt so langsam. Schwarz kann sich hier wahrscheinlich halten, aber die Initiative ist weg. Turm schlägt E3 ist auch nicht so gut. Der beste Zug ist der, den Matthias gespielt hat, nämlich Turm E6. Den E3 lassen wir stehen und drohen jetzt erstmal Turm G6 und hier diese beiden aufzuspießen. König H2. Jetzt kommt der Zug, der mich am meisten beeindruckt hat, weil den muss man in der Blitzpartie erstmal raushauen. Ich Unkenntnis meiner Spielschwäche hätte ich hier wahrscheinlich jetzt auf E3 genommen. Aber das ist gar nicht so gut. Turm schlecht E3. Sofort Läufer C1 ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm, aber du spielst erst Turm G1 und dann zwingst du Schwarz zu einer Lockerungsübung und dann machst du Läufer C1 und dann kriegst du hier ein bisschen Material und Weiß ist volle Pulle in der Partie. So geht es nicht. Der Punkt, den Matthias hier macht, ich spiele erst Turm E4, schmeiße diese Dame raus und will dann erst auf E3 nehmen. Und der Grund dafür ist, und das muss man halt auch mit Sekunden auf der Uhr erstmal sehen,
und der Versuchung widerstehen, sofort so einen Bauern rauszuknipsen. Der Grund dafür ist, wenn wir so auf E3 rausnehmen, ist es viel, viel stärker. Denn jetzt haben wir Dame F4 in der Stellung. Also wenn Weiß jetzt hier versucht, mit Läufer C1 sich Material abzuholen, dann wirst du sogar matt gesetzt. Ne? Dame F4, König G1, Turm E1, und dann ist es schon aus. Und wegen dieses Dame F4 Motivs hat halt Matthias erst Turm E4 gespielt, die Dame rausgeschmissen und jetzt nimmt er auf E3. Und jetzt droht halt auch Dame F4, weil die weiße Dame nicht mehr auf G4 steht und Schwarz hat riesigen, fast entscheidenden Angriff. Also Läufer C1 geht wieder nicht, dann kommt Dame F4 Schach. Dieses Dame F4 Schach gilt es zu verhindern, darum spielt Aravind an dieser Stelle Turm F1. Und Matthias verstärkt mit Turm DE8, was leider auch wieder ein Fehler ist. Obwohl das auch ein ja, ganz logischer Zug ist. Ne? Wir verstärken uns auf der Reihe, Turm E2 liegt in der Luft. Naheliegender Zug, der typische Zug, den man im Blitz macht, der unbestechliche Schachfreund Maschine sagt, spiel D4 und gewinn die Partie. Weil Läufer C1 ist jetzt keine Drohung mehr. Läufer C1, Dame B6 und dann kannst du gerne den Turm nehmen, aber wir haben hier diesen riesigen Freibauern, hier liegen Sachen in der Luft und ganz nebenbei hängt noch der Springer auf B5. Schwarz gewinnt. D4, den Freibauern in Bewegung setzen, gewinnt hier die Partie. Der natürlich aussehende Zug, Turm DE8, gewinnt nicht die Partie, denn jetzt ist Läufer C1 wieder ganz günstig. Jetzt geht's nicht so richtig weiter. Wir haben halt dieses Dame F4 Schach nicht. Wir müssen hier jetzt eine Qualität spucken mit Schwarz und das hilft Weiß zurück in die Partie zu kommen. Aravind verpasst Läufer C1 an dieser Stelle, was verständlich ist. Er will natürlich, ich meine, das hier ist sein Stolz, er guckt die ganze Partie nach G7 und er will ungern diesen Läufer nach C1 stellen und verpasst das hier und beantwortet den natürlichen Zug Turm DE8 mit einem wiederum einen natürlichen Blitzzug, nämlich Springer D4, der auch nicht ohne Gift ist. Es liegt jetzt Springer F5 in der Luft, ne? Mit hier, da will er einsammeln, da will er einsammeln und den Druck auf G7 verstärken und da reinprügeln. Aber den kann er sich nicht leisten. Springer D4, ist zu langsam. Also Dame D6 Schach zum Beispiel ist ein guter Zug. Man kann auch Dame H5 spielen. Man muss jedenfalls verhindern, dass dieses Springer F5 mit Tempo kommt. Und dann hat man hier genug spielt. Matthias begeht hier einen groben Fehler. Dame A6 Schach. Dame A6 ohne Schach. Er sieht halt Springer F5 kommen und will dem ausweichen und spielt insofern Dame A6. Wechselt den Flügel, aber entblößt halt diesen Punkt G7 und das ist entscheidend. Und das gibt Aravind die Chance, diese Partie jetzt doch zu gewinnen. Dieses Auf und Ab. Und das wunderschöne Matt in 6, das wir ja am Anfang der Partie gesehen haben, das ist berechenbar. Denn wenn du weißt, hier geht Matt in 6 und es gibt dir jemand als Aufgabe, dann ist das, was du tust, du prüfst alle Schachgebote und alle Schlagzüge. Und dann stellst du fest, du prüfst das erste Schachgebot, das zweite, das dritte und stellst dann fest, am Ende der Variante ist es matt. Und so kann man halt auch als vielleicht nicht so geübter Spieler, der kein Turnierspieler ist oder so, kann man dann hier durchaus auch mal Matt in 6 finden. Du musst halt nur alles bis zum Ende prüfen. Dame schlecht G7 Schach. Dame schlecht G7 Schach. Damit fängt's an. König G7, Springer E6. Doppelschach. Und jetzt wird's halt schon ein bisschen fies gegen den schwarzen König, denn der kann nicht auf die Grundreihe zurückgehen. Ne? Die Felder F8 und H8 sind ihm verwehrt. Wenn jetzt König G8 spielst, ist Turm G1 schon matt. Beziehungsweise du kannst noch einen dazwischen stellen, aber dann ist es matt. Und der König kommt nicht raus. Kurioses Matt, wie ich finde. Und insofern muss der König sich auf Wanderschaft begeben. Naja, und dann gibst du ihm halt einfach einen Schach nach dem anderen. Und stellst dann, nachdem du es bis dahin berechnet hast, fest, dass am Ende der Variante der schwarze König matt ist. Matt in 6 Zügen. Cool, oder? Wunderschönes Bild, wie ich finde. Wunderschönes Mattbild. Damit hätte jetzt Aravind die Partie für sich krönen können. Matthias Blühbaum kann von Glück sagen.
Wahrscheinlich hatten sie hier beide nur noch jeweils mit Increment gespielt und hatten hier noch 2 Sekunden oder so. Aravind übersieht das Spiel, Springer F3. Das droht zwar auch matt auf G7, aber jetzt ist halt erst schwarz dran. Und zu einem Übel schwarz kann die Figur, die matt droht, fesseln und damit hat sich das erledigt, Turm E2. Jetzt ist die Dame gefesselt und die geht auch verloren, denn man kann das hier nicht abwehren mit Turm F2, dann nimmst du die halt weg und spielst Turm E2 aus die Maus. Ne? Also das war schon der Gedanke von Dame A6. Matthias Blühbaum spielt so einen Zug ja auch nicht ohne Gedanke. Er hat jetzt das Feld E2 und so gewinnst sofort. Naja, Aravind spielt gar nicht Turm F2, er spielt Turm G1 und gibt die Dame. Aber jetzt gewinnt Schwarz halt, das ist halt zu viel Material mit der Dame gegen 2 Figuren. Und dazu haben wir ja noch ein halbes Dutzend Bauern mehr. Jetzt steht Schwarz hier klar auf Gewinn und hat dann an dieser Stelle hat dann Aravind auch aufgegeben. Ja, wildes Ding. Nicht ganz fehlerfrei, aber eine wunderschöne Eröffnungszockerei, ne, dieses Läufer G4, wo Matthias mit Sicherheit weiß, weil er diese Stellung kennt, dass Läufer G4 nicht ganz korrekt ist. Er spielt das einfach in der Blitzpartie mal auf Chance, in der Hoffnung, dass sich Schwarz dann hier verheddert und dass die Schwarzen, dass sich Weiß hier verheddert und die schwarzen Angriffschancen die Partie entscheiden. Und das ist auch belohnt worden. Das wird er in der Turnierpartie nicht so machen. Aber das ist auch mit ein Grund, warum der in diesen schnellen Disziplinen so stark ist. Der zockt halt, aber der weiß dann halt auch, was er tut und sieht, wo er Chancen bekommen ist und bekommen kann und wo es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass so ein 2700er strauchelt. Also sehr, sehr coole Partie. Natürlich mit einer super Gegenchance für den Gegner nach Dame A6, dieses Matt in 6 Zügen mit dem malerischen Mattbild am Ende. Also das war eine, die wollte ich euch unbedingt zeigen. Und so haben wir auch den guten Aravind an dieser Stelle auch mal gesprochen, der neue Star des indischen Schachs sozusagen. Ja, die haben so viele Stars, also vielleicht muss man da auch, sollte man den Begriff dann auch nicht inflationär verwenden. Jedenfalls der neueste 2700er aus Indien, der zuletzt ganz viele Partien, Turniere gerockt hat und sich jetzt in dieser 2700er Elitegruppe wiederfindet. Ja, so viel zum Title Tuesday und Matthias Blühbaum. Gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Ich habe jedenfalls Lust, wieder Videos zu machen und Partien zu besprechen. Es läuft sehr viel. Ne? Ich hatte es ja gesagt, Matthias spielt dieses Turnier in Armenien. Alexander spielt in Usbekistan. Dann läuft ja auch noch die Junioren-WM, die geht auf die Zielgerade. Da werden unsere Leute keine Medaille holen. Aber interessante Partien spielen sie da gleichwohl. Also es gibt genug zu gucken. In Madrid das Schachfestival mit Gotham, der auf GM-Normkurs ist, erstaunlicherweise allerdings erst nach 3 Partien. Also da fließt noch viel Wasser durch den Bodensee, bevor wir ernsthaft über Normen sprechen können. Da ist auch der kleine Faustino Oro, den ich euch unbedingt mal näher vorstellen muss. Ich habe noch einiges auf Halde hier liegen, so von den vergangenen Tagen, wo ich dachte, darüber könnte ich ein Video machen, aber dann habe ich halt doch lieber einen Artikel geschrieben, statt ein Video zu machen. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Also, danke, dass ihr wieder reinschaut, nun da es hier weitergeht und ich will es auch nicht abbrechen lassen. Habt einen schönen Tag, bis sehr bald, macht es gut, ade.